zum Beispiel wurde in Limburg an der Lahn letztens aus dem Glockenspiel am Rathausturm das Lied Fuchs, du hast die Gans gestohlen aus dem Repertoire gestrichen. Ehrlich, weil sich jemand beschwerte, das Lied würde Fleischkonsum verherrlichen. Das stimmt wirklich. Das Argument hat der Bürgermeister eingesehen und man hört heute aus Limburg, dass sogar viele Füchse das verstanden haben. Die brechen jetzt nachts in Bioläden ein und klauen vegane Schinkenspicker. Vor allem aber stirbt das sexistische Lied aus. Sowas wie 17 Jahre blondes Haar können sie heute nicht mehr bringen. Ne? Gut, Udo Jürgens fehlt natürlich das Unrechtsbewusstsein, weil 17 für ihn schon relativ alt war. Er musste ja als 70-Jähriger noch Konzerttermine absagen, weil er auf die Konfirmation seiner Freundin musste. Deshalb, liebe alte weiße Männer, liebe leckerkirsche Mädchen, liebe Transen und liebe Cowboys mit Fransen, ich habe nichts gegen Gender. Ich bin sogar dafür. Ich habe auch nichts gegen korrekte Sprache. Ich bin sogar dafür. Aber keine Predigten bitte und keinen Kulturkampf. Wir sind weder Migranten noch LGBTQ. Wir sind ein Glück wie ich und du. Und egal, welchen Wahnsinn die da auf ihren Wannsee-Konferenzen in Potsdam beschließen, hier fliegt keiner raus, weil er einem dieser Herrenmenschen von der AfD nicht passt. Die hat hier seinen Platz. Los, profiere, nicht deportiere. Deswegen lasst uns nicht mehr nur betonen, was uns trennt. Homo, hetero, divers oder immi. Nein, lasst uns betonen, was uns vereint. Und damit haben wir heute begonnen. Schön, dass ihr alle hier seid! Dem kann ich mich nur anschließen. Was für ein wunderbarer Tag. So viele Gutmenschen hat Köln lang nicht mehr auf einen Haufen gesehen. Oh, Verzeihung. Ich wollte euch nicht beleidigen. Die Bezeichnung Gutmensch gehört ja heutzutage zu den übelsten Beschimpfungen, die sich ein engagierter Mensch gefallen lassen muss. Denn Gutmenschen sind angeblich nicht nur naiv, dumm und weltfremd. Sie haben seinerzeit bei der Moralverteilung im Himmel auch mehrfach hier gerufen und halten sich deshalb für Bessermenschen. Aber gegen die Diktatur dieser Gutmenschen formiert sich Widerstand, der Aufstand der Wutmenschen, die sich nicht länger den Mund verbieten lassen von den rot-grün versifften Verkündern der Sprech- und Denkverbote. Und also krakelte Alice Weidel im Deutschen Bundestag. Die politische Korrektheit gehört auf den Müllhaufen der Geschichte. Und dann folgt der Satz, der immer folgt, wenn jemand das Unaussprechliche artikuliert. Ja, was soll man ja wohl noch sagen dürfen? Und dann wird sie wieder erzählt, die gruselige Horrorgeschichte von den politisch korrekten linken Kulturterroristen, die in Deutschland angeblich eine Meinungsdiktatur errichtet haben, in der all die tapferen Widerstandskämpfer gegen diese Diktatur geschmäht, geächtet und verfolgt werden und nicht mehr sagen dürfen, was sie wollen. Wissen Sie, seit über 60 Jahren muss ich jetzt mit anhören, was in Deutschland alles nicht gesagt werden darf. Und ich sage Ihnen, noch nie standen die Tore des Sagbaren so weit offen wie heute. Sei es möglich ist, im Internet, in den dunklen Kammern der Anonymität, die erbärmlichsten Unsäglichkeiten zu posten und zu twittern, wird die Öffentlichkeit geflutet mit widerwärtigstem Gedankenauswurf und sprachgewordenen Gewaltfantasien. Und diese Flut hat die braunen Volksverhetzer und rassistische Menschenfeinde in die Parlamente gespült, wo sie die hohen Häuser besudeln mit ihren Hasstiraden und gezielten Entgleisungen. Grässlich preisen Höllenkräfte, Pestilenzen, würgende Seuchen, die mit der grausen Bruderschaft durchs finstere Tal der Grabnacht schleichen. Dummheit hüllt die taube Birne, stetig träufelt Missgunst in die Hirne. Der kalte Blick verwarnt, verschleimt und nirgends mehr ein Schimmer, der noch keimt. Schwerend liegt der Hass auf dumpfen Lüften, Niedertrachtkraut röchelt auf den Grüften. Leichen schweigen, Friedhofsstille wechseln mit dem Hassgebrülle. Da hilft kein Beten, hilft kein Gottvertrauen, da hilft nur Augen auf und hinzuschauen.
Die Pest einst schwarz, heute ist sie braun. Und diese braune Pest ist gefährlicher als alle Coronavirus-Varianten zusammen, weil sie nach wie vor systematisch verharmlost wird. Immer, wenn an einem rechtsterroristischen Anschlag in Deutschland gefragt wurde, was wohl in den Köpfen dieser Täter vorgegangen ist, so war die Antwort in der Regel, nicht viel. Nazis sind doof, spontan und planlos. Der Verfassungsschutz sprach in diesem Zusammenhang von braunen Schläfern. Braune Schläfer hört sich an wie eine kuschelige Zuchtkaninchenrasse, die in ihrem Käfig friedlich vor sich hinmümmelt. Aber von wegen kuschelig und von wegen friedlich. Die braunen Schläfer sind brandgefährlich. Weil sie nämlich genau das sind, was sie als Schläfer eigentlich nicht sein sollten. Sie sind hellwach. Sie sind bewaffnet, sie sind systematisch an ihren Waffen ausgebildet und sie sind extrem gut verletzt. Es gibt in Deutschland über 200 offiziell bekannte, gewaltbereite, rechtsextremistische Organisationen. Und der parlamentarische Arm dieser Rechtsterroristen ist und bleibt die AfD. Aber die zu verbieten, löst das eigentliche Problem nicht. Denn das Problem sind die mehr als 10 Millionen ganz normalen Bürgerinnen und Bürger, die diese rechtsradikale Partei wählen würden, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre. Das kann ihnen keiner verbieten. Man kann allerdings versuchen, sie zu überzeugen. Zum Beispiel davon, dass die abstrusen Forderungen des Parteiprogramms der AfD, so sie denn umgesetzt würden, ökonomisch eine Katastrophe wäre. Vor allem für die ganz normalen Bürgerinnen und Bürger. Also, heute Gesicht zeigen gegen rechts und morgen ran an die Arbeit. Die Überzeugungsarbeit. Ihr mögt uns für realitätsferne Spinner halten. Aber meine Damen und Herren, wir glauben trotz allem an eine Zukunft, die bestimmt wird von Frieden, Gerechtigkeit und Solidarität. Vernunft, Respekt und friedliches Miteinander statt Willkür, Hass und Terror. Nicht destruktiv und verbittert, sondern konstruktiv und zuversichtlich. Und denken Sie immer daran, auch der Hass auf die Niedrigkeit verzerrt die Zügel. Schönen Tag noch.